Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Nochmals herzlich willkommen und ich freue mich sehr und bin sehr dankbar, dass du heute in diese Folge hineinhörst und mit dabei bist. Deswegen lass uns doch gleich mal gucken, um welches Thema es heute in dieser Podcast-Folge geht. Es geht um das Thema Prioritäten. Dieses Thema, so bin ich überzeugt, begleitet jeden von uns jeden Tag. Prioritäten. Doch auch hier ist wieder die Frage, wie bewusst richten wir uns denn nach Prioritäten aus? Was ist wirklich für dich jeden Tag in der Priorität ganz, ganz weit oben? Und wann hast du darüber wirklich ganz bewusst das letzte Mal nachgedacht? Warum bin ich heute auf die Idee gekommen, diese Podcast-Folge zum Thema Prioritäten zu machen? Am Samstag, Sonntag, 19. und 20. Juni hatte ich mein Seminar-Event Best Level Days. Und ja, Gott sei Dank auch mal wieder in Präsenzform. Es war in Präsenzform möglich und ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Wochenende, denn es war absolut inspirierend, emotional und wirklich auch bewegend. Und die Teilnehmerfeedbacks, die haben so etwas zurückgespiegelt, dass ich wirklich sehr, sehr dankbar bin und ich mich auch bei jedem Teilnehmer und bei jeder Teilnehmerin für diese Feedbacks, für diese Teilnahme entsprechend bedanken möchte. Ja, und wenn du auch Interesse hast, mal an einem Seminar-Event Best Level Days teilzunehmen, du findest unter der Folge bei YouTube oder auch in den Shownotes den Link zur Seminarseite. Die nächsten Seminar-Events starten im Herbst, also sei gerne mit dabei. Du findest hier alle Infos und erlebe auch zwei besondere Tage. Doch lass uns jetzt zurückkommen zum Thema Prioritäten. Und dieses Thema ist aus diesen zwei Tagen entstanden oder in diesen zwei Tagen entstanden. Denn zu Beginn des zweiten Tages hatten wir uns überlegt, eine gewisse Zeit für ein Interview mit mir herzunehmen. Das bedeutet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten Fragen stellen, persönliche Fragen, Fragen, die themenspezifisch noch tiefer gegangen sind oder auch Fragen, was sie sonst so bewegt. Und es war richtig toll, weil da kamen wirklich Fragen letztendlich von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die einfach auch spannend waren, die auch mich sehr, sehr stark teilweise zum Nachdenken gebracht haben und ich auch gespürt habe, wow, das ist interessant, was wirklich Menschen entsprechend auch bewegt und beschäftigt. Und da war eine Frage, die da kam an mich, die lautete, Jürgen, was ist für dich jeden Tag wirklich von der Priorität her sehr, sehr wichtig? Und ich stelle dir jetzt gerne diese Frage. Was ist denn bei dir jeden Tag von der Priorität sehr, sehr wichtig? Es gibt so einen schönen Satz, der sagt und er lautet, mache Termine für deine Prioritäten und keine Prioritäten für deine Termine. Und wenn es um das Thema Prioritäten geht, dann ist es häufig so, dass wir häufig die Dinge im Außen priorisieren. Wir priorisieren Termine. Wir priorisieren bestimmte Kontakte mit anderen. Wir priorisieren bestimmte Dinge, die wir im Außen tun wollen. Ist das auch bei dir so? Ich sage nicht, dass das nicht so sein soll. Auch hier drüber nachzudenken, was wirklich von der Priorität wichtig ist und was weniger wichtig ist, wichtig und absolut sinnvoll. Doch ich habe gemerkt, dass das eben nur eine Seite ist. Und die zweite Seite, die zweite Säule, in diesem Ganzen dann fehlt. Und diese zweite Säule bedeutet für mich, welche Prioritäten setzt du denn bei dir jeden Tag innerlich? Also setzt du eine Priorität, welche Emotionen du selbst kreieren und jeden Tag spüren möchtest? Welche Priorität hat deine innere Energie für dich jeden Tag? Welche Priorität hat für dich deine innere Lebensqualität? Und letztendlich schaffen wir diese inneren Dinge dadurch, dass wir uns selbst immer cleverer oder intelligenter führen und nicht darauf warten, dass diese Prioritäten für unser Innenleben aus dem Außen gezogen werden, sondern dass wir uns durch unsere Selbstführung diese Dinge, diese innere Ausrichtung selbst geben. Deswegen frage dich doch einfach mal, wie hoch ist täglich deine Priorität, wenn es um deine energetische Ausrichtung geht?
Wie hoch ist täglich deine Priorität, wenn es um deine täglichen inneren Emotionen geht? Hast du dieses Thema bisher für dich wirklich im Blick gehabt? Oder hast du das Gefühl, Mensch, da geht ja noch was? Und wenn noch etwas geht, dann lass uns doch jetzt gemeinsam mal drauf blicken, welche Möglichkeiten es hier gibt, vor allen Dingen den Blick für die inneren Prioritäten zu schärfen. Als mir diese Frage am Sonntag bei meinem Seminarevent am 20. Juni gestellt wurde, habe ich gesagt, die höchste Priorität für mich jeden Tag hat, dass ich eine gute Energie und vor allen Dingen in einen für mich persönlich besten Zustand komme. Das hat für mich persönlich die höchste Priorität, weil ich habe gemerkt, alles, was dann folgt, ist eine Folge daraus. Und wenn ich in einer guten Energie, in meinem Best State, in meinem persönlich besten Zustand, mental, emotional, körperlich unterwegs bin, dann folgt vieles diesem Zustand. Denn wir werden immer in diesem Zustand bestätigt. Und deswegen, vielleicht ist diese Podcast-Folge jetzt für dich genauso diese Initialzündung, zukünftig auch bei dir jeden Tag zu gucken, wie ist denn deine innere Ausrichtung und wie ist dein energetischer Zustand? Und was kannst du tun, damit du das von der Priorität her wirklich im Blick und vor allen Dingen auch zukünftig gut ausrichten kannst? Und dazu will ich dir jetzt ein paar Ideen, ein paar Gedanken mitgeben. Es gibt drei Ebenen: die mentale Ebene, die emotionale Ebene und die körperliche Ebene. Und wenn du diese drei Ebenen für dich schon morgens im Blick hast, auf diese drei Ebenen dich prioritätsmäßig von deinem Fokus ausrichtest, dann kannst du dir morgens schon ein starkes Fundament für den Tag bauen. Wie sieht das bei mir aus? Grundsätzlich ist es mir wichtig, morgens auch schon in eine körperliche Aktivität zu kommen. Ich mache jeden Tag mindestens 600 Liegestütze. Ich bin meistens morgens auch draußen beim Laufen an der frischen Luft. Und so stärke ich mich innerlich, körperlich, aber auch emotional und natürlich energetisch. Das kann jetzt bei dir, was die körperlichen Dinge oder die Übungen betrifft, ganz anders aussehen wie bei mir. Aber überlege dir doch einmal, was du tun kannst, um körperlich jeden Tag schon mit einer starken Ausrichtung in den Tag zu starten. Das können Kniebeugen sein. Das können vielleicht auch ein paar Liegestütze sein. Das kann vielleicht morgens ein lockerer Spaziergang für einige Minuten in der frischen Luft sein. Wichtig ist, dass du hier für dich einfach mal guckst, welche Priorität kann ich dieser körperlichen Ebene morgens schon anders geben? Lass uns dann zur zweiten Ebene kommen, der emotionalen Ebene. Was tust du jeden Tag, um diese emotionale Ebene, um diesen emotionalen Zustand bei dir zu stärken? Ich mache das folgendermaßen. Ich gehe immer morgens in eine Visualisierung und stelle mir vor, welche Gegebenheiten warten heute auf den Tag und wie löse ich diese Gegebenheiten? Wie schaffe ich es aus, in bestimmten Kontakten mit anderen Menschen eine hohe Ausstrahlung, eine positive Ausstrahlung, eine hohe Energie zu spiegeln? Und vor allen Dingen dann auch, das noch weiterzudenken. Was stelle ich mir in den nächsten Wochen denn so vor? Was letztendlich will ich bei mir im Leben gestalten? Welche Prioritäten will ich auch hier entsprechend setzen? Und das stelle ich mir vor in der Visualisierung, das spüre ich jetzt dann in diesem Moment schon emotional und somit tanke ich natürlich auch hier starke Emotionen innerlich und vor allen Dingen erhöhe ich hier meinen energetischen Zustand. Und das ist auch für dich eine Möglichkeit, morgens ein paar Minuten zu nutzen, um in eine Visualisierung zu gehen, in eine Vorstellung zu gehen, was deinen Tag, deine Zukunft betrifft. Und du wirst merken, du richtest dich auch hier wieder entsprechend stärkend aus. Also auch diese emotionale Ebene hat für mich eine hohe Priorität, diese Ebene täglich zu füttern, diese Ebene täglich zu stärken. Und das kann jetzt auch Inspiration für dich sein, das in dieser Form genauso einmal umzusetzen und zu testen, was das dann mit dir macht. Ja, und dann lass uns noch zur dritten Ebene kommen, der mentalen Ebene. Auch hier ist es mir wichtig, diese Ebene morgens in der Priorität für mich ganz oben zu haben. Und die Frage lautet, was kann ich auch tun, um diese mentale Ebene, diesen mentalen Zustand auch morgens schon stärkend auszurichten? Und da ist es so, dass ich mir hier starke Ausrichtungen ansehe bzw. anhöre.
Diese Ausrichtungen habe ich mir selbst gegeben, die habe ich ja ein Stück weit erarbeitet, sodass sie für mich einfach passen. Aber jeden Morgen richte ich mich mit diesen starken Ausrichtungen aus. Die höre ich mir an, die schaue ich mir an und dadurch füttere ich meine mentale Ebene, ich stärke meinen mentalen Zustand und somit wird das Gebilde morgens dann rund. Denn ich habe sowohl für die mentale Ebene, für die emotionale Ebene und für die körperliche Ebene etwas getan. Ich habe so quasi das, was meinen inneren Zustand sehr, sehr stark beeinflusst, ganz weit oben oder ganz oben auf meiner täglichen Prioritätenliste. Denn noch einmal, es geht vor allem darum, für sich zu erkennen, dass das, wie wir uns innerlich ausrichten, auch Folgen hat, wie wir uns verhalten und was wir im Außen dann gestalten, beziehungsweise welche Ergebnisse und welche Erlebnisse wir bekommen. Und deswegen ist diese Ausrichtung der inneren Ebene für mich genauso wichtig, ja fast sogar noch wichtiger, wie nur bestimmte Prioritäten im Außen zu setzen. Denn wenn du das so für dich zukünftig praktizierst, dann führst du dich auch selbst intelligenter. Dann spielst du so quasi in der Champions League der Selbstführung und das hat natürlich, wie schon angesprochen, auch dann wieder Folgen auf dein Verhalten, auf dein inneres Gefühl, auf deine innere Lebensqualität und somit auch auf deine Ergebnisse und Erlebnisse. Und das waren jetzt die Gedanken zu dieser Podcast-Folge Prioritäten. Noch einmal, setze Prioritäten vor allen Dingen auch deine innere Welt, mental, emotional, körperlich, jeden Tag zu stärken. Es liegt an dir, was für dich hier wirkt, wie du das für dich umsetzen kannst. Betrachte meine Ideen als Möglichkeit, als Inspiration. Du kannst sie gerne übernehmen. Du kannst aber auch durch diese Ideen für dich das eine oder andere anders gestalten. Es ist völlig okay. Es ist wichtig, dass du dich damit gut fühlst, aber vor allen Dingen, dass es hilft, deine drei Ebenen jeden Tag stärkend auszurichten und zukünftig auch das bei dir in der Priorität ganz oben angesiedelt zu haben. Ich wünsche dir weiterhin natürlich viel Erfolg, eine gute Umsetzung und für dich, dass du dadurch einfach merkst, Mensch, da ist wieder was gegangen, ich habe in mir wieder etwas entdeckt, was sich positiv auf mein berufliches und auch persönliches Leben und Umfeld auswirkt. Wenn diese Podcast-Folge dir geholfen hat oder auch gefallen hat, dann leite sie gerne weiter an Menschen, die auch einfach durch diese Podcast-Folge inspiriert werden können. Dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank und gebe mir gerne auch ein Gefällt mir, hinterlasse auch gerne einen Kommentar und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen Persönlichkeitstalk-Podcast, denn dann bekommst du jeden Dienstag eine neue Folge. Dafür sage ich auch schon jetzt herzlichen Dank. Ich wünsche dir, wie gesagt, weiterhin eine gute, gesunde Zeit, persönlich viel Erfolg, viel Lebensglück und denke immer daran, wenn es um deine täglich innere Aufstellung auf deinem Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.